Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Yoga Junkies Peace for the Ukraine Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Yoga Junkies sind ja eine Firma, mit denen ich auch schon seit einiger Zeit zusammenarbeite und die auch ab und an Boxen herausbringen. Und aufgrund der aktuellen Situation haben die sich überlegt, dass die eine Box wirklich für die Ukraine-Situation herausbringen möchten und 100% der Erlöse der Boxen an Ärzte ohne Grenzen spenden möchten. Und da habe ich einfach ganz lieb nachgefragt, ob ich gegebenenfalls so eine Box vorstellen dürfte. Und dann wurde mir von Hannah und Tyler gesagt, klar, kein Problem, du darfst sogar noch eine Verlosung machen. Die Verlosung findet aber auf Instagram statt. Also falls ihr mir dort folgen möchtet, um die Verlosung nicht zu verpassen, dann macht das sehr gerne. Da heiße ich AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt auch gerne schon mal prophylaktisch den Yoga Junkies. Und genau, da wird dann bald eine Mega Mystery Box verlost werden. Und ne? Ja, genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, was hier drin ist, weil auf der Homepage gar nicht zu erkennen war, welche Produkte drin enthalten sind und auch im Flyer ist es gar nicht zu sehen. Es ist hier wirklich nur aufgeführt, wer sich daran beteiligt hat. Also es sind verschiedene Firmen, die da mitgemacht haben und gesagt haben, hey klar, Yoga Junkies, wir vertrauen euch. Wenn ihr da so eine Aktion fahren möchtet, sind wir auf jeden Fall mit dabei. Zwei Sachen, die ich euch hier nicht einblenden kann, die ich euch aber preistechnisch einblenden kann, ist einmal von, was ist das? Also da gibt es Fancy Pants Yoga, da hast du quasi einen Monat frei Mitgliedschaft mit dabei und Yogi Approved Classes ein Jahr Mitgliedschaft für Umme mit dabei. Also das ist hier hinten nämlich mit einem Code und so abgebildet, ne? Individuell, deswegen wird es nicht eingeblendet und so. Und ja, hier sind einfach yoga-machende Ladies abgebildet. Und das gehört auf jeden Fall mit zu dem Warenwert von ungefähr 230 Euro, was auch auf der Homepage stand. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Produkte hier noch drin sind. Vorher eine kleine kurze Eigenwerbung an dieser Stelle. Ja, auch Sammy hat quasi einen langen Weg hinter sich und hat mit mir zusammen quasi ein Projekt gemacht, also im Prinzip habe ich das gemacht, aber halt aufgrund von Sammy. Ich habe ein Buch geschrieben, Mann, und das ist im Pelletier Verlag herausgekommen. Es heißt Sammy endlich ankommen und da geht es ja auch um das Thema Tierschutz und so weiter. Also falls dich einfach so eine kleine Herzensgeschichte interessiert, dann schau da gerne einfach mal vorbei. Vielleicht bestellst du dir das Buch einfach und ja, lässt dich einfach mal von mir in eine kleine andere Welt entführen. Und jo, ich würde mich freuen, wenn ganz viele aus meiner Community das Buch sich käuflich erwerben würden und mir dazu auch ihr Feedback mitteilen würden. Also falls du das Buch noch nicht geholt hast, würde ich mich mega freuen, falls du es nachholen würdest. Und dann ja, bin ich gespannt aufs Feedback von dir. Guck mal, richtig heftig. Und als erstes liegt hier so ein schwarzer Umschlag. A little gift for you, Yoga Junkies, we come, we flow, we love. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was wir hier drin haben. Okay, wir haben hier Sticker auf jeden Fall drin enthalten. Das ist ein Yoga Junkie Sticker. Dann haben wir auch noch einen solchen Sticker. Ich weiß nicht, inwiefern ich das bepreist irgendwie werttechnisch hinbekomme. Müssen wir mal gucken. Thank you for your order habe ich dann hier auch noch. 20% Rabatt ist hier auch noch mit dabei. Aha, ich habe auch noch einen Rabatt. Ist ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision. Müsste Claudis Welt sein, glaube ich. Claudis Welt, ne? Das gibt eigentlich 20% Rabatt und ja, auf die Produkte auf der Homepage bei den Yoga Junkies. Dann ist das hier so eine Art, ja, Haarband, Schrägstrich, kann man wegschnipsen, Band, Schrägstrich, das kann man ja auch als, Armband verwenden, ne? Als Armband oder als Haarband, auch von den Yoga Junkies, das ist so flexibel ist das. Dann ist hier noch was drin. Chinchilla. Ach, ein wiederverwendbares Abschminkpad. Das hatte ich auch schon mal mit dabei. Das werde ich aber mal in eine Verlosung geben, denn ich habe da schon ein paar von. Das ist aus Holzzellulose. Waschbar bei 60 Grad und 100% biologisch abbaubar. Das mit dem waschbar bei 60 Grad kann ich auf jeden Fall unterschreiben, ne? Also richtig cool. Dann ist hier auch noch ein 30% Rabattcode mit dabei. Also da wurde schon mal richtig hier einen rausgehauen. Noch was im Umschlag drin? Nee, ne? Der müsste jetzt leer sein. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie einen Sticker unterschlage oder so. Machen wir mal weiter mit einem, oh, schön, mit einem Idol
Armband. Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Wünsch dir was. Schließe deine Augen, wünsch dir was und knote das Armband um dein Handgelenk. Eines Tages wird sich dein Glücksknoten lösen und dein Wunsch in Erfüllung gehen. Sowas finde ich immer so süß, ne? Das ist richtig süß und das ist auch ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ich meine, dass ich sowas auch schon mal hatte und dann in einem Adventskalender weitergegeben habe, weil ich das einfach vom Herzen her so süß fand, ne? Das gefällt mir. Dann habe ich hier, das nehme ich mal zuallererst raus, weil ich habe echt Durst, so ein Getränk. Zuko Exotic Juice Orange Pure Organic Quality, 30% weniger Zucker ist hier mit dabei. Dr. Antonio Martins, ne? Ja, und was ist hier drin? Warte mal. This pack gives you approximately 3,5 Orangen, eine Mandarine und 3 Limonen vielleicht? Weiß ich nicht. Kokosnüsse. Okay. Okay, das steht nämlich hier oben drauf, ne? Kokosnüsse. Auch interessant. Mag ich ja schon ganz gerne. Kokoswasser. Mal schauen, wie das so schmeckt. Mach ich erstmal auf. Ich habe hier leider keinen Strohhalm. Eins auch vorbereitet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier so einen Liter Tetrapack drin haben. Prost. Oh, angenehm, weil mild. Mm. Nee, das mag ich gerne. Das ist cool. Stelle ich mir hin, kann ich mir nachher auf jeden Fall noch weiter reinziehen. Das ist nicht so sauer, weil du hast halt durch diesen Kokossaft dieses Abmildernde und dann ist es nicht so kabäm, ne? Finde ich gut. Ich mache sonst gerne, dass ich nämlich auch Orangensaft oder so mische mit Mineralwasser. Dann haben wir hier noch was drin von den Yoga-Junkies. Ich tippe auf Schmuck. Die haben ja auch echt schön Schmuck bei sich im Shop. Zum Beispiel diesen wundervollen Federring. Den habe ich mal auch irgendwann in der Yoga-Junkies-Box drin gehabt. Und seitdem trage ich den. Ich finde den total toll, ne? Weil mein Element ist ja auch Luft und deswegen passt das. Und weil ich mich auch gerne, ja, ich fühle mich gerne auch mal wie ein kleiner Vogel. So ist das halt, ne? Das heißt, ich möchte am liebsten auch wirklich fliegen können und so. Und das ist, ach, alles halt einfach, ne? Oh ja, das ist so ein Mandala-Armband. Das hatten wir auch schon mal in einer Yoga-Junkies-Box mit drin enthalten. Ist total schön. Also ein cooles Armband. Und ja, das ist hier auch einfach mal in dieser Box mit drin enthalten. Also das ist eine der am prallsten gefüllten Boxen, wenn ich hier auch so reinluke, die Yoga-Junkies jemals so auf den Markt gebracht haben. Ich bin total überwältigt, muss ich euch wirklich sagen. Denn das ist ja alles für einen guten Zweck, ne? Dann habe ich hier mit Liebe verpackt für kleine Höschen. Hä? Emma Mini, meine Wolke. Die ökologische Slip-Einlage aus Baumwolle. Wie witzig ist das denn? Also die komfortable und nachhaltige Lösung für kleine Höschen. Die Emma Mini. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Finde ich interessant, ne? Also manchmal kaufen ja auch Männer solche Boxen. Nein, aber hauptsächlich sind es wirklich Frauen. Das kann man jetzt ja auch nicht anders sagen, ne? Und ja, das ist eine biologisch abbaubare Slip-Einlage. Finde ich aufregend. Ja, ich verwende Slip-Einlagen. Ich brauche Slip-Einlagen. Ich komme ohne nicht aus. Ist wie es ist. 1,50 x 45. Ich hoffe nur nicht, dass es mir zu klein ist. Aber wenn man das jetzt so in Tanga oder so reinmacht, kann ich mir vorstellen, dass es eine sinnvolle Kiste dann wird. Ah, die, sowas kenne ich. Ich habe ja auch so eine, die ist jetzt mit Klett. Ich habe eine mit Druckknöpfen tatsächlich. Und die hier kannst du halt super dann auch wirklich in, ja, in wirklich kleine Höschen reinmachen. Dass es halt auch wirklich klein ist, ne? Und die kannst du auch waschen. Ist wie es ist, ne? Mache ich auch. Ich habe ja auch eine wiederverwendbare Binde. Und das ist super. Gerade weil ich ja echt häufig sowas auch brauche, ne? Finde ich klasse. Wirklich. Also, aber ich glaube, das muss man das dann so machen, dass das hier dann Richtung Mumu zeigt. Muss ich mir nochmal durchlesen. Aus 100% Baumwolle mit Flauschkletter. Ist das ein Flauschkletter? Okay. Interessant. Ja, weil so musst du das eigentlich dann machen. Das ist dann so um, ne, und dann ist es dann so gewölbt. Ja, finde ich wichtig, definitiv. Ich werde es waschen und dann wird es getestet. Finde ich klasse. Meine Wolke, für mich und
meine gesunde Umwelt. Ich habe in meinen Kommentaren tatsächlich auch schon mal gelesen, dass bei manchen Frauen halt eben bei solchen Produkten die Liebe zur Natur oder die Liebe zur Umwelt aufhört. Jeder wie er möchte, ne? Also ich verwende ja auch Menstruationstassen und so, aber gleichzeitig verwende ich Menstruationspflaster, also quasi diese Wärmepflaster, die dann ja auch nur für einmal sind. Also jeder wie er möchte. Ich glaube, gerade diese Thematik, also alles, was Frauenthematiken angeht, ist etwas, wo jeder das machen sollte, darf, dürfen sollte, was er bzw. sie möchte und wie man sich am wohlsten fühlt, ne? Meine Meinung. Ja. Okay, dann habe ich hier etwas drin und zwar sind das, von Meine Wolke, auch für dich und deine Umwelt, wiederverwendbare Gesichtsmasken, die du halt auch in dem Sinne waschen kannst. Finde ich cool, aber die sind bei uns nicht okay. Also das ist eine Maske, glaube ich, ne? Aber noch ist es bei uns nicht durch, dass man, also wir müssen aktuell noch FFP2-Masken oder OP-Masken, glaube ich, tragen. Aber ich glaube, wir dürfen keine Stoffmasken verwenden. Also ich meine, dass das noch immer Stand der Dinge ist. Ich weiß nicht, wie sich die Regularien jetzt ändern werden. Werde ich mich auf jeden Fall immer wieder natürlich informieren und so. Ich finde es cool, auf jeden Fall, ne? Und wenn man halt irgendwann diese ganzen Regularien fallen lässt und sagt, Mensch, jeder kann jetzt, wie er möchte, ob er möchte oder nicht, eine Maske tragen. Ich werde auf jeden Fall noch eine ganze Weile die Maske prophylaktisch tragen, einfach weil ich Safety First mäßig mich schützen möchte und jetzt zum Beispiel nicht kurz vor Korfu oder so, also vorm Urlaub, noch irgendwie mir Corona einfangen möchte, ne? Ihr wisst. Und dementsprechend schon cool, ja, ne? Vielleicht auch eine coole Sache für auf Korfu. Ich weiß ja auch nicht, wie da die Maskenbestimmungen sind. Alles Sachen, wo ich mich noch einlesen muss. Finde ich cool. Also ist auch schön groß. Du hast hier jetzt nicht irgendwie was Hartes oder so mit drin. Es fühlt sich gut an. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich hier eine Maske mit dabei von Detox, die Vitamin C Face Mask, erfrischende Tuchmaske für einen strahlenden Teint. Und witzig, die hatten wir gerade erst in der My Little Box drin auch enthalten. Und ist eine schöne Geschichte, ist halt sehr erfrischend und das passt jetzt auch sehr, sehr gut Richtung Frühling, Sommer, auch wenn es gerade bei uns schneit, aber was soll's, ne? Finde ich gut, finde ich wirklich gut. Alter Schwede, was ist das alle hier? Das dürfte eine Zahnpasta sein von Chinchilla. Weizenstrohzahnbürste mit Rizinusölborsten, das ist witzig. Also ich habe ja schon Bambus gehabt, aber Weizenstroh? Das müssen wir uns mal angucken. Bin ich jetzt sehr interessiert, auch wenn ich sie sehr wahrscheinlich nicht verwenden werde. Aber ich, ne, zum einen ist es so, dass ich mein... Nein, warte. Das ist gar nicht aus Holz. Die kommt sowas von mit nach Korfu. Das ist ja geil. Dann habe ich doch schon meine Reisezahnbürste, denn da werde ich jetzt nicht meine elektrische mitschlüren, ne? Cool. Guck dir das an. Ja, geil. Weil das ist jetzt, ich mag das nämlich nicht, wenn wir hier so dieses Holz haben, und da beschwere ich mich doch immer drüber, und das hier fühlt sich nicht an wie Holz. Das ist ja geil. Weizenstroh. Finde ich spektakulär. Die wird auf jeden Fall behalten. Cool, ne? Also was es nicht alle gibt auf der Welt. Ich finde es fancy. Dann habe ich hier was Großes drin enthalten, und zwar ist das Green Panda Bio Hanf Proteinpulver. Wow, 100% aus Österreich. Dein kompletter Protein-Super hält 50% pflanzliches Protein. Ja, ne? Ich mache jetzt ja auch das ein oder andere Mal Sport in meinem Leben. Da kann ich auch Proteinshakes brauchen, dass ich dann irgendwann so eine Oberarm habe. Aber richtig kräftig unterwegs. Und hoher Eiweißgehalt, vegan, aus Österreich, roh. Weiß ja nicht, wahrscheinlich unverarbeitet, ne? Hoher Ballaststoffgehalt. Ne, cool. Wie viel ist denn hier drin von Green Panda? 175 Gramm, ne? Läuft. Finde ich auch schön. Ja, wir haben auch richtig viel zu naschen drin, da kommen wir aber gleich zu. Wir haben ja aber auch ein Parfum. Anima Aromatics. Mood, Energetic, Joyful, Delighted. Ein Eau de Parfum mit 40 ml Emotional Perfume. Das kommt in meinem Full Face Beauty Boxen mit rein und dann werde ich euch den Duft auch mal richtig zeigen. Das ist mit Zedernholz, Mandarine, Essential Öle, Bergamotte, Ingwer. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich meine, entweder habe ich das schon oder ich hatte das mal. Das kommt mir nämlich sehr, sehr bekannt vor, muss ich sagen. Muss ich auch gleich nochmal bei meinen Parfums schauen. Wenn ich das schon habe, dann kommt meins nämlich in die Full Face Beauty Boxen Geschichte mit rein. Sonst werde ich das hier mit reinpacken. Da verwende ich nämlich alles an dekorativer Kosmetik, was ich so in Beauty Boxen in dem jeweiligen Monat drin hatte. Und jetzt sind wir ja im April. Da macht das auf jeden Fall Sinn. Komm, wir trinken uns hier nochmal einen Schluck, weil die Box ist noch gut gefüllt, ne? Sehr cool. Okay.
Dann habe ich hier was drin. Ein Mandelmilch. Mandelmilch, oder? Nein. For whipped and cooking. Dream Enjoyer. 0% Sugar. Mandel Cuisine. 200 Milliliter. Ist das Mandelmilch oder ist das Mandelsahne? Das muss ich mir gleich mal anschauen, weil Mandelmilch trinke ich ja auch gerne. So im Kaffee drin und so. Und weiß ich nicht. Wo steht das denn? Kulinarische Zubereitung auf der Basis von Kokosfett und Mandeln. Weiß ich nicht. Ich würde jetzt schon sagen, dass es einfach eine Mandelmilch ist. Ja. Und die trinke ich einfach so. Mag ich. Ist cool. Wirklich cool. Ist auch gesünder. Dann habe ich hier einen Tee drin, ein Pukka Peace. Das passt natürlich jetzt zum Motto der Box auch dazu. Ne? Ein Bio-Kräutertee, chillende Wohlfühlpause mit grüner Minze, Ashwagandha und Hanföl. Wow, also das hört sich echt sehr, sehr krass an. Muss ich gucken, ob mir das gefällt. Ne? Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie Ashwagandha schmecken soll. Grüne Minze kenne ich, aber ansonsten Hanföl in einem Tee, auch krass. Und dann habe ich hier Superfood-Tee, Ritual von Kori von Bayou. Mit Apfelstücken, Physalis, Lemongrass, Kokosraspeln, Orangenschalen, natürlich im Aroma, Gucci-Beeren, Holunderblüten und Lukuma-Pulver. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und auch lecker, ne? 20 Gramm haben wir hier drin enthalten. Jo, kann man sich einen Tee gönnen. Ist cool. Boy. Dann haben wir hier Süßigkeiten. Die hatte ich schon mal, die mag ich gerne. Kochbanane ist das nämlich, genau. Von El Origen. Organic Plantain Chips mit Kochbanane. Ja, die mag ich gerne. Die habe ich nämlich schon mal gehabt, ne? Also ich glaube, die einzelnen Preise zu den Produkten habe ich euch jetzt wahrscheinlich gar nicht rausgesucht. 230 Euro. Kommt bestimmt hin, ne? Das ist nämlich ein bisschen krass. Ich weiß nämlich nicht, wo ich die ganzen Produkte finde. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Mag ich auch gerne. Jackie F. Crunchy Jackie Bio Jack Fruchtchips. Crispy, fruchtig, süß. Da darfst du aber nicht die ganze Packung von essen. Dann kriegst du einen flotten Otto. Ne? Vegan, palmölfrei und natürlich süß. Also ich finde es lecker. Ich mag sowas. Finde ich halt einfach mal was anderes. Weil das so ein bisschen... Es hat eine gewisse Säure. Aber es hat auch irgendwie eine gewisse Süße. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Das sind jetzt 40 Gramm drin enthalten. Sehr cool. Mag ich. Auch die hatte ich schon mal und die mochte ich richtig gerne. Hummus-Chips sind das mit Tomaten und Basilikum. Geschmack. 25 Gramm. Auch cool, ne? Beschwert man sich nicht. Eine Ahara-Bar haben wir noch mit dabei. Da habe ich ja auch selber bei Spoons of Taste mitgemacht und dementsprechend auch noch ordentlich viele von da und die esse ich echt so häufig. Einfach eine gute Geschichte für zwischendurch mal. Dann Carpe Diem Kombucha Classic, was auch immer, 0,5 Liter, glaubst du an Karma, wir auch. Deshalb ist diese Flasche aus RePET. Das ist ein Material, das zu 100% aus recycelten Getränkeflaschen besteht. Im Leben kommt wirklich alles wieder zurück und manchmal auf die schönste Weise. Carpe Diem Kombucha. Okay. Ein karbonisiertes Teegetränk, fermentiert, wärmebehandelt, kalorienarm. Ach so, so eine Art Kräutertee-Mischung ist das dann. Okay, aber ich habe ja schon meinen Saft offen. Eins nach dem anderen hier, ne? Und dann habe ich hier Kräutertee. Ayurveda, zimtig, würzig. Tulsi Chai, ich bin ein wärmender Moment. Ja, da weiß ich nicht, ob ich sowas mag, weil eigentlich bin ich kein Fan von Chai-Tees. Ist mir meistens zu würzig. Ne? 125 Gramm sind hier drin enthalten. Jo. Und Ingwer-Zimt-Geschmack ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich jetzt gerade in diesem Moment brauche. So Richtung, es fängt bald hier der Frühling an. So, dann habe ich hier noch ein bisschen was in der Box drin. Und zwar Verival Tiroler Biomanufaktur Organic Sport Porridge, Kakaobanane. Sowas ist natürlich lecker. In 3 Minuten fertig gemacht. Das finde ich cool. Ne? Das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Machst du dir meistens einfach mit Wasser oder ja, kannst du auch mit Milch machen, steht hier drauf. Aber wie man halt möchte, hier steht drauf, dass du da auch wirklich kochendes Wasser oder kochende Milch für brauchen würdest. Ich kenne das auch so, dass man das einfach mit kalter Milch oder kaltem Wasser anrühren kann.
Dann haben wir ein bisschen was von Cardia Vera hier mit dabei. Stay Hydrated. Hydrogel Augenpads, die werde ich ausprobieren. Mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Feuchtigkeit spenden für eine strahlende Augenpartie. Und für alle Hauttypen geeignet. Und was ich richtig cool finde, ist, dass hier mal nicht eine Frau abgebildet ist, sondern wirklich mal ein Mann. Das finde ich klasse, oder? Oder ist das eine Frau? Na, kann sowohl als auch sein, ne? So auf den ersten Blick hätte ich gesagt, es wäre ein Mann nämlich. Und das hätte ich mal so ein bisschen integrativ gefunden. Und das letzte Produkt, was wir hier drin haben, ist eine kleine Maske von Upcycle. Und ich meine, dass ich da schon mal die Originalgröße von hatte. Oder Upcircle ist es ja, Face Mask with the Fine Powder of Discarded Olive Stones. Also da muss man ein bisschen aufpassen, 3 ml sind hier drin enthalten. Ne? Das soll halt wirklich die Haut reinigen, dass man das nicht allzu sehr übers Gesicht reibt, weil dann könnte es fast schon wie ein mechanisches Peeling sein. Sage Lütgen, haben wir hier viele Produkte in der Box drin enthalten. Ne? Also da haben sich die Firmen, die hier mitgemacht haben, echt nicht lumpen lassen. Ich finde, wir haben hier natürlich vor allem Food-Produkte drin enthalten. Wir haben aber auch Schmuck dabei, wir haben Beauty dabei, wir haben Parfum dabei, wir haben Yoga-Stunden dabei, wir haben eine Zahnbürste dabei, die ich ehrlich gesagt cool finde. Cool. Also für mich ist das eine richtig coole Box, vor allem weil die Aktion einfach so geil ist, dass die Erlöse ja auch zu 100% gespendet werden. Ne? Finde ich echt unterstützenswert. Also es sind noch ein paar Boxen davon bei den Yoga Junkies vorhanden, also schaut da gerne in der Infobox bei mir vorbei, da habe ich euch das auch mal verlinkt. Und ja, das war's jetzt hier von mir. Denkt da auf jeden Fall auch noch an die Verlosung auf Instagram, die geht jetzt auch sehr, sehr bald los und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!